Hallo aus dem Husky-Gehege. Heute an einem kalten und sonnigen Tag. Da wird sich die Samira beim Bearbeiten der Videos freuen, weil ich bin dauernd unter- und überbelichtet. Viel Spaß, Samira. Heute kommen wir zu einem Futter, welches ihr schon lange angefragt hattet, weil wir das nämlich dauernd empfehlen, das Reiko-Futter. Reiko sind wir klar ein bisschen befangen, weil wir das einfach seit vielen Jahren füttern und seit einiger Zeit auch offiziell empfehlen. Euch in den Videos ja auch immer wieder, weil wir einfach davon überzeugt sind. Aber ich möchte das genauso aufziehen wie die anderen Futtervideos. Das heißt, einfach ein bisschen was zur Firma sagen, zum Konzept und später auf das Futter eingehen. Fangen wir einfach mal an. Reiko ist ein Familienbetrieb aus dem wunderschönen Allgäu. Zurzeit arbeiten dort knapp 90 Leute vor Ort. Der Herr Konrad Reiber ist der Gründer. 1992 hat er das Unternehmen gegründet. Er hatte damals schon echt lange, viele Jahre Erfahrung mit der Entwicklung von Nahrungsergänzungsmitteln, kommt also so aus der Branche. Und wie das so meistens im Leben ist, es kommt ja immer alles anders als geplant. Und zwar wurde der Herr Reiber relativ krank, hat dann aufgrund seiner Krankheit halt geschaut, was man da so machen kann und hat dann einen Vortrag über das mineralische Gleichgewicht gehört. Dazu erzähle ich euch später mehr. Dieser Vortrag hat quasi sein Leben verändert und daraufhin hatte er seine Firma gegründet, also Reiko. Selber hat er auch gesagt, nur in Krisenzeiten verändert sich der Mensch. Wenn man das so sieht, überlegt mal bei euch. Im Endeffekt ist es überall das Gleiche. Bei uns war es auch so, der Prisco wurde bei uns immer kränker, damals mit Allergien und so weiter. Und nur dadurch haben wir unser Futter gewechselt. Wir hatten vorher ein gutes Mascherfutter, was alle Mascher empfohlen haben und was super gut war. Und wir haben es einfach ungeprüft gefüttert, weil wir einfach gedacht haben, na, wenn das viele füttern, muss es ja gut sein. Klar, jetzt so im Nachhinein denkt man, wie naiv war das denn? Und wenn ich mir jetzt das Futter angucke, was wir damals gefüttert haben, oh Gott. Aber im Endeffekt war es gut. In dem Moment, dass der Prisco die Allergiesymptome gezeigt hat, weil erst dann haben wir das Futter für komplett alle Hunde umgestellt. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt sind wir da seit ein paar Jahren dran. Also im Endeffekt ist es dann wie bei uns, erst wenn du in eine Krise gerätst, änderst du was bei dir. Meistens dann natürlich zum Guten, egal ob es jetzt beim Mensch oder beim Tier ist. Man beschäftigt sich dann viel mehr mit allen möglichen Themen. Aber zurück zum eigentlichen Video. Und zwar steht der Herr Reiber relativ wirklich mit seinem Namen sozusagen hinter seiner Firma. Also wenn man mit ihm redet, er ist auch ziemlich authentisch, finde ich ziemlich cool. Er ist sehr direkt, sehr ehrlich. Also manche Menschen können damit umgehen, manche vielleicht auch nicht. Das ist natürlich immer so eine Sache. Aber man kann viel von ihm lernen. Das ist mir sehr wichtig, weil er ist echt relativ bewandert auf dem Gebiet Hundeernährung. Ist auch ein Tierheilpraktiker und kennt sich da ziemlich gut aus. Mikey, du stehst voll im Bild, aber ist egal. Er würde nie vegetarisches Futter einfach nur aus Geldgründen füttern. Viele Firmen bieten das einfach mit an, weil da haben sie noch eine Nische abgedeckt. Und zwar die ganzen Vegetarier und Veganer, die ihre Hunde auch vegetarisch ernähren wollen. Damit kann man wieder ein bisschen Geld verdienen. Sowas macht, wie gesagt, Herr Reiber nicht. Der sagt dann, nee, das kommt mir nicht in die Tüte, auch wenn es angefragt wird oder auf dem Markt super ankommen würde. Würde gegen meine Prinzipien verstoßen und das finde ich einfach ziemlich eine gute Eigenschaft. Es ist immer noch ein Familienbetrieb, jetzt schon in zweiter Generation, weil er hat 4 Töchter, davon machen 2 bei Reiko mit. Das ist einmal die Manuela Kunz und einmal die Petra Reiber. Also die sind auch schon voll mit dabei und übernehmen quasi das Unternehmen von ihrem Vater. Finde ich auch ganz gut. Man weiß auch immer so, wer steckt jetzt dahinter, wo kommt die Familie her und für was steht die Familie. Also kein Riesenkonzern mit irgendwelchen 50 Geschäftsführern, wo man nicht weiß und Aktiengesellschaft und sowas, sondern man hat jemanden dahinter. Im Endeffekt möchte Reiko Boden, Pflanzen, Tier und Mensch im mineralischen Gleichgewicht halten. Und deswegen geht auch die Produktpalette in diese 4 Richtungen. Also es gibt für den Boden was, für Pflanzen was, es gibt für Tiere was und für den Menschen. Wir gehen natürlich heute nur auf Hunde ein. Alles andere würde auch viel zu lang dauern. Das ist zum Beispiel das Alleinstellungsmerkmal von Reiko, diese 4 Bereiche miteinander zu verbinden. Und auch ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass es die Kräuter mikronisiert. Das Mikronisieren ist quasi das Feinmahlen von Kräutern. Damit werden die so fein gemahlen, dass die, wenn man sie quasi zu sich nimmt als Nahrung, gleich von den Schleimhäuten aufgenommen werden. Das ist im Endeffekt wie Traubenzucker. Es wird ziemlich gut verwertet und ziemlich gut aufgenommen vom Organismus und das ist relativ einmalig. Auf der anderen Seite achtet Reiko auch auf die Nachhaltigkeit. Das heißt, die nehmen nur naturbelassene Rohstoffe, gentechnikfreie Rohstoffe. Was ich auch gut finde, ist, dass sie die Verpackung so konzipieren, dass sie möglichst recycelbar sind. Nächstes Jahr kommt da auch nochmal irgendwie was auf uns zu, was Neues. Das sagen sie aber erst nächstes Jahr. Und dann haben sie zum Beispiel auch eine Photovoltaikanlage in ihrer Firma in Oberostendorf, weil sie dann quasi ihren ganz eigenen Stromverbrauch decken können. Auch eine Luftwärmepumpe, die mit dem eigenen Strombedarf gedeckt wird. Also voll cool. Was ich auch eine coole Sache finde, die haben eine eigene Schreddermaschine und quasi Kartonagen, die nicht mehr gebraucht werden oder kaputt sind oder zurückkommen, die schreddern sie einfach und schon haben sie Füllmaterial für ihre Kisten. Also wenn sie
Sachen verschicken. Finde ich auch eine ganz coole Sache und coole Idee. Sie bevorzugen sogar lieber DHLs. Man kann zwar auch über DPD schicken lassen, aber DHL finden sie deswegen auch gut, weil die quasi solche Austauschcontainer für die Transporte der Pakete benutzen. Und damit braucht man nicht diese komische Stretchfolie, um quasi umwickeln um die Pakete. Also diese Plastikfolie, die man öfters mal 50 Mal drum wickelt, weil es dann einfach besser hält. Also da auch wieder ein bisschen nachhaltig gedacht. Auch für die Mitarbeiter ermöglichen sie viel Familienfreundlichkeit, Gleitzeitmodelle, auch familiäres Arbeitsklima. Ist auch eine coole Sache. Und sie geben auch gern was zurück vom Umsatz. Das heißt, da gibt es zum Beispiel das Blumenwiesenprojekt, also Reikosumt nennen sie das, dass sie da einfach gucken, dass genug Wiesen zur Verfügung stellen für die Bienchen und da auch teilweise von verkauften Produkten einen Prozentteil spenden. Dann gibt es Hilfsprojekte in Äthiopien zur Bildung von Frauen und Kindern oder auch die Wasserrettungshunde Staffel in Augsdorf. Borg hat Spenden bekommen. Also Reiko engagiert sich da auch in allen möglichen Bereichen. Finde ich, wie gesagt, auch eine gute Sache. Die sind ausdrücklich gegen Tierversuche. Also auf der PETA-Liste sind sie zu finden. Aber nicht nur das, sondern da steht auch explizit nochmal bei Reiko da, die verwenden auch keine Inhaltsstoffe, die an Tieren getestet wurden. Also egal, nicht nur die machen keine irgendwelche Untersuchungen mit Tieren, die nicht ethisch vertretbar sind, sondern auch wirklich alle Rohstoffe, die sie nehmen, sind auch alle tierversuchsfrei. Also finde ich gut, dass sie da doppelt drauf achten. Das habe ich bis jetzt noch bei keiner anderen Firma so gelesen. Finde ich eine ziemlich coole Sache. Noch was anderes. Vielleicht kennt ja jemand das Buch von Dr. Schrader, dem Tierarzt hier, Keine Menschlichkeit in der Tiermedizin. Da geht er auch nochmal drauf ein, dass es nur 3 Futtermittelhersteller gibt, die offiziell ohne chemische Zusatzstoffe arbeiten, also juristisch klar formuliert, und dazu gehört auch Reiko. Und die Liste von diesen, sag ich mal, juristisch einwandfreien Formulierungen, die dann wirklich gesetzmäßig treu sind, da gibt es, wie gesagt, nur diese 3. Gehe ich nochmal ganz kurz darauf ein, weil das ganz oft kommt. Seit 2003 gibt es Reiko nur im Direktvertrieb. Das heißt, man kann das quasi nicht im Fressnapf und Zooplus und so weiter einkaufen. Man kann es auch nicht einfach so bestellen, sondern man hat immer einen direkten Berater, mit dem man entweder persönlich, per E-Mail, per Telefon Kontakt hat. Warum hat der Herr Reiber das eingeführt? Und zwar, er will einfach, das Futter ist auch teilweise Vertrauenssache, du wirst jemanden Kompetenten dabei haben. Er möchte einfach von Mensch zu Mensch eine Beratung. Heutzutage finde ich das besonders wichtig, weil es gibt ungefähr 1500 Meinungen pro Sekunde zu irgendwelchen Futtersachen. Jeder denkt, er hat das Beste, kann es aber teilweise mit Argumenten nicht stützen. Und ausgerechnet auch so, das Internet gibt wahnsinnig viele Sachen her, die manchmal ziemlich gruselig sind, was da so empfohlen wird. Von daher war ihm das halt wichtig, auch nicht mehr abhängig von Händlern oder Großhändlern zu sein. Und lieber steckt er das Geld, was er damit spart, einmal in die Produkte und einmal bekommen natürlich auch die Berater eine gewisse Provision, dass sie sich die Arbeit machen und mit den Leuten kommunizieren und bei Fragen einfach Ansprechpartner sind. Manche finden das doof, im Endeffekt ist es aber gar nicht so kompliziert. Ich bin zum Beispiel auch seit ein paar Jahren Beraterin. Ich bin eigentlich mehr dazu gekommen, weil ich dachte, hey, da kann ich sparen, wenn ich meine eigenen Produkte selber kaufe und dann kriege ich eine Provision auf die Produkte. Bei so vielen Hunden tut sich das auch ziemlich lohnen, stimmt's? Ja. Und im Endeffekt haben dann immer wieder Leute gefragt, hey, was fütterst du? Und so bin ich dann wirklich zu diesen ganzen Ernährungsberatungskursen gegangen. Reiko bietet dafür seine Berater echt viel an. Schulungen und so weiter, aber da mache ich gerne mal drüber ein Video, wenn ihr möchtet. Jedenfalls ist man da immer up to date. Und wenn ihr das Futter testen wollt, schreibt mir einfach eine E-Mail. Das ist die E-Mail-Adresse. Wir haben auch eine Homepage, könnt ihr auch mal drauf schauen. Dann berate ich euch gerne. Die erste Bestellung mache ich euch dann fertig. Und dann bekommt man wie überall einen ganz normalen Zugang zum Online-Shop und kann dort ganz normal bestellen. Also es ist nicht wirklich kompliziert. So, jetzt habe ich schon wieder so lange geredet. Ich habe euch was über die Firma erzählt, wofür was die steht, was die Firma wichtig findet. Und das Futter bzw. das mineralische Gleichgewicht, was öfters so ich jetzt schon erwähnt habe, kommt gleich im Video 2. Freut euch schon mal drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das ist das Alleinstellungsmerkmal. Lass mal kurz die Mädels rumzicken. Lass sie kurz zicken. Ja. Mal gucken, ob sie es klappt. Oh Gott, wo bin ich hier reingeraten? Ja, der Mike ist halt einfach der Womanizer. Egal wie alt und zerbrechlich er manchmal ist, für die Mädels ist er immer noch attraktiv. Und dann streiten sich die Mädels um den Mike. So blöd, wie es klingt. Das sind junge, attraktive Damen und die gehen auf den alten Mike drauf. Naja, egal.